Trotz der durch Bauarbeiten gesperrten A7 zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim kam es am Dienstag zu keinem Verkehrschaos auf den Umleitungsstrecken. Die Polizei war überall präsent und lenkte die Wagenkolonnen auf abgesprochenen Strecken einigermaßen zügig zur Anschlussstelle Northeim-West. Die Blechlawine sorgte aber dafür, dass der Verkehr zwischen Nörten-Hardenberg und der Anschlussstelle Northeim-West zäh über die Bundesstraße 3 rollte. Besonders zu den Stoßzeiten mussten sich die Fahrer auf deutlich längere Fahrten einstellen. An neuralgischen Punkten, wie dem Sudheimer Kreisel, wurden zusätzliche Umleitungsschilder aufgestellt. Das Problem, Navigationsgeräte führten die Fahrzeuge direkt durch Northeim hindurch. Bis auf vereinzelte Fahrer lenkten die Verkehrsteilnehmer ihre Autos und Lastwagen aber über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke.